Peace, Freunde, ich packe heute mit euch gemeinsam die Yeezy X Gap Sachen aus. Die ganzen Sachen habe ich für Retail bekommen, also für 20 Euro im Yeezy Store. Die ganzen Sachen haben ja einen Restock bekommen, wo alle Sachen für 20 Euro im Store waren. Unter anderem T-Shirts, Hoodies und Zipperpacken. Ich hatte Glück gehabt und habe noch ein paar Sachen abstauben können. Ja, ich habe auch schon das erste Piece an, weil ich leider das Unboxing verkackt habe aufzunehmen. Leider war meine Kamera nicht scharf gestellt, deswegen musste ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen freestylen und neu aufnehmen. Ich finde das nicht schlimm für euch. Aber ja, ich kann euch trotzdem alles so ein bisschen zeigen, wie alles angekommen ist. Und ja, jetzt fangen wir auf jeden Fall an. Also, der ganze Stuff kam auf jeden Fall in dieser riesigen Tüte, wo einfach nur ganz klein Yay draufsteht. Ich fand es auf jeden Fall sehr witzig, wo ich das Ganze ausgepackt habe. Ich hatte es auch gesagt in dem Video, was ich erst aufgenommen habe. Aber leider sind die Aufnahmen nichts geworden, deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal. Kam also wirklich nur verpackt in dieser kleinen Plastiktüte oder großen Plastiktüte. Sonst leider kein Special Packaging oder sonst irgendwas. Aber für 20 Euro pro Piece kann man da auch, glaube ich, nicht so viel erwarten. Auf der kleinen Rechnung sieht man auf jeden Fall, was ich alles bestellt hatte. Ich habe mir insgesamt 4 Zip-Up-Jacken bestellt und 2 T-Shirts. Und ja, die zeige ich euch jetzt auch nach und nach natürlich alle. Ich dachte, ich filme das Ganze dann auch einfach mal für euch mit. Auf jeden Fall haben wir hier den dunkelblauen Colorway. Dann haben wir noch diesen grauen Colorway. Einmal schwarz. Und das müsste noch blau sein. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ja, dann noch ein schwarzes Basic-Shirt und dazu noch das verwaschene graue Basic-Shirt. Alles Yeezy X Gap und alles für 20 Euro. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Wie ich schon gesagt habe, sind die Aufnahmen leider nichts geworden, beziehungsweise sie waren nicht scharf gestellt. Deswegen, hier sieht man nochmal das immer Verpackungsmaterial oder mehr oder weniger, worin die Sachen alle verpackt waren. Ja, ist nicht sonderlich spannend und auch nichts Besonderes. Es sind halt einfach nur Plastikbags, so mit ein bisschen Warnhinweisen und dazu dann noch einmal dieser Sticker. Ich weiß jetzt nicht genau, was da genau drauf steht, aber da steht halt einfach nur H14 Cotton und ich denke halt einfach der Referenzcode. Aber ja, sonst keinerlei Branding, keinerlei anderes besonderes Packaging. Aber ja, wie gesagt, für knapp 20 Dollar pro Piece kann man auch nicht viel erwarten. So, der Anfang von den Unboxing oder den Anfang für das Video von den Sachen, die ich ausgepackt habe, macht auf jeden Fall diese Zip-Up-Jacke. Ich blende auch auf jeden Fall, wie ihr das gewünscht habt, nochmal Fit-Picks und Fit-Videos ein. Ja, das ist auf jeden Fall die erste Jacke. Ich bin super zufrieden. Das Einzige, was eine große Umgewöhnung ist, ist, dass der Reißverschluss auf der falschen Seite ist. Das finde ich auf jeden Fall mega wack. Aber ansonsten YKK-Reißverschlüsse. Die Jacken sind alle double-layered, was ich sehr geil finde. Und die Colorways sieht man auch nicht so oft, deswegen wirklich nice Colorways. Das ist eine Größe L. Die anderen Jacken sind alle eine Größe M. Natürlich auch nochmal eingeblendet. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Die Colorways sind auch sehr geil. Kommen wir gleich zum nächsten. So, das ist der nächste Colorway. Das ist dieses Navy Blue. Den wird mir auf jeden Fall safe meine Freundin abziehen. Shoutout an sie an der Stelle. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, ist eine sehr geile Farbe. Reißverschluss ist sehr gut. Wie gesagt, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass der Reißverschluss auf der falschen Seite ist. Sonst, wie gesagt, kein großes Branding, einfach nur das Yeezy Gap Logo innerhalb des Hoodies. Sonst wirklich nichts sonderlich anderes mehr dran. Und innen drin noch die Etiketten. Alles ist auch 100% Baumwolle, was mir auch immer wichtig ist bei Hoodies oder allgemein bei T-Shirts. Ich finde, das macht immer einen großen Unterschied, ob die Sachen mit Mischfasern verzehrt sind oder Sprachen lernen, Bubble. Halt 100% Baumwolle. Deswegen sehr geil, die Qualität. Auch hier nochmal das Fitpick und Fit-Video eingeblendet von der Jacke. Und ja, auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Teil. Kommen wir gleich zum nächsten. So, kommen wir zur nächsten Jacke und zum nächsten Colorway. Das ist dieser Light Gray Colorway. Ich finde den sehr geil. Allgemein diese Earth Tones sind richtig geil. War auch schon immer bei Yeezy so das Ding. Deswegen ein richtig geiler Colorway. Auch hier natürlich wieder das Fit-Video eingeblendet für euch. Und ja, auf jeden Fall auch sehr zufrieden. Wie gesagt, die Sachen, die ich bemängelt habe, habe ich auch hier zu bemängeln. Aber sonst auf jeden Fall richtig nice. So, die letzte Zip-Up-Jacke ist auf jeden Fall dieser schwarze Colorway. Ist eher kein richtiges Schwarz, sondern auch so ein verwaschenes Schwarz, was ich sehr geil finde. Erinnert mich sehr an diese Sunfade-Optik, die momentan sehr im Trend ist. Deswegen ein richtig geiler Colorway. Wie gesagt, alles gleich wie bei den anderen, aber richtig geiler Colorway. Und auch hier natürlich für euch auch nochmal ein Fit-Video eingeblendet. Die letzten zwei Pieces dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Da haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal 2 T-Shirts. Da auf jeden Fall auch nochmal Fit-Videos eingeblendet. Ich bin ehrlich, ich bin extrem unzufrieden mit den Fits. Ich finde, die T-Shirts sind zu lang. Ärmellänge ist in Ordnung.
Aber ansonsten, der Kragen ist auf jeden Fall nice und die Qualität ist sehr gut, aber der Fit ist wirklich nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Ich finde, er sollte deutlich cropped sein. Dann wären die T-Shirts auf jeden Fall sehr nice. Aber für 20 Euro auf jeden Fall in Ordnung, weil die Qualität halt stimmt. Aber ja, trotzdem nicht das Geilste. So, kommen wir zum letzten Pickup und da handelt es sich um diesen grauen Colorway. Das ist dasselbe Grau wie von der Jacke, die ich schon gezeigt habe. Auf jeden Fall wirklich ein richtig geiler Colorway. Aber auch dieselben Probleme wie beim anderen Shirt. Viel zu lang, Ärmel nice, Kragen nice. Qualität gut, aber leider der Fit ansonsten nicht das Geilste. Deswegen, vielleicht bringe ich die Shirts sogar zum Schneider, dass ich sie dann doch öfters tragen kann, weil die Qualität ist wirklich nice. Aber ja, sonst nicht so geil. So, was bleibt mir abschließend zu sagen? Auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden mit den Pickups und bin echt zufrieden mit der Kooperation von Yeezy und Gap. Und ich finde das allgemein, dass Kanye jetzt die ganzen Sachen für 20 Dollar in den Shop haut, auf jeden Fall sehr cool. Das ist auch echt eine richtig nice Aktion. Gerade, dass jeder jetzt einfach mal Yeezy-Sachen kaufen kann, das war ja früher immer eigentlich unmöglich. Er hat ja schon damals in meinen Interviews gesagt, dass sein großer Traum ist, einmal, dass jeder seine Sachen tragen kann und er jedem die Möglichkeit bietet, seine Sachen zu kaufen. It was always a dream of mine to bring the best product possible to the masses. And I always talk to them about doing products for $20, like the best product in the world. And you start writing an A24 on everything. Right. These pieces. And all these pieces we're gonna be selling for $20 each. Okay. Just make sure that the people, you know, get the best thing available. Right. Und das hat er jetzt wirklich einbehalten. Ich hätte damit niemals gerechnet. Aber ja, ich kann einfach nur abschließend sagen, dass ich echt zufrieden bin mit dem Einkauf. Was ich auf jeden Fall bodenlos fand, war das Packaging und auch der Versand natürlich. Ich habe jetzt das Ganze ja fast auch 5 Monate gewartet. Aber ja, trotzdem sehr zufrieden mit allem. Und ja, es bleibt mir abschließend noch zu sagen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und Peace. Bis zum nächsten Mal.